Meine lieben Freunde der mitternächtlichen Unterhaltung, Vincent hier, Willi hier. Und wie immer ist die Freude wirklich maximal bei mir. Willi, Geisterstunde, wie geht's dir? Ja, wunderbar. Den Umständen entsprechend. Also ich fühle mich gut, bin motiviert. Ich dachte, jetzt kommt so eine richtig depressive Ansprache, wie beschissen. Nö, aber ich kann ja nicht immer schlecht drauf sein. Also irgendwann muss ich immer gut drauf sein. Quell der Freude hier neben mir. Ich bin wirklich ein Quell der Freude, weil wir haben nämlich heute die Midnight-Kollektion von Atelier Rupart, aka auch von Patrick Spector. Ihr kennt das Format, der gute alte Brandcheck, das schauen wir uns heute mal an und ich würde sagen, wir starten hier gleich einfach mal mit so einer Overview in die Kollektion rein. Ich laber einfach mal weiter, weil ich habe hier den Tracksuit an. Das ist aus so einem, ich will nicht sagen Kordstoff, aber das kommt dem noch am nächsten, ist es aber nicht. Also ich glaube, man muss das Ding selber mal in der Hand gehabt haben, um zu ahnen, was das hier für ein Stoff ist. Das ist die Trackpant. Hier werden ja auch so ein bisschen B-Rolls eingeblendet. Trackpants mit diesen Bändeln hier dran. Dazu die Zipjacke hier auf entspannt und unten drunter. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufmachen kann wegen meiner Funke. Habe ich den Longsleeve noch an. Wie gesagt, B-Rolls seht ihr ja hier. Das sind die Teile, die ich anhabe. Was hast du an? Ja, ich habe die Hose zählt nicht dazu, aber der Hoodie in dieser Harley-Davidson-Optik mit den blauen Flammen. Ein bisschen boxy, ein bisschen vintage, stonewashed und drunter auch nochmal ein Shirt. In einem ähnlichen Design zählt ihr aber auch gleich nochmal hier in den B-Rolls, weil Hoodie kann ich jetzt schlecht ausziehen wegen Funke. Genau, und das sind natürlich nur kleiner Disclaimer noch an dieser Stelle. Das ist, weil sich jetzt sicherlich viele fragen, warum es so spät kommt. Da hätten wir mal drauf eingehen können. Genau. es hat einfach ein bisschen gedauert mit dem Versand und dann kamen natürlich die Feiertage dazu und Corona. Und ja, das alles zusammen vermischt ist halt nicht so einfach gewesen, das relativ zeitnah zu produzieren. Aber wir wollten es trotzdem der Vollständigkeit halber machen, weil wir der Meinung sind, dass es eine Brand ist, die man auch einfach mal vorstellen sollte. Und genau, deswegen kommt es jetzt trotzdem noch. Muss mal fair bleiben und noch was dazu erzählen. Das waren die Teile. Dann würde ich sagen, haben wir die Overview. Starten wir gleich mal durch mit der Qualität. Ja. Bleibe ich einfach bei den Sachen, die ich anhabe. Strickjacke und die Hose. Qualitativ fühlt sich das beides ganz nice an, auf jeden Fall. Fittet auch gut. Fittet sehr gut. Das hat aber ja mit, kommen wir ja dann beim Style dazu. Hier an der Seite noch diesen Tag, den hatte ich vorhin vergessen. Alles ganz gut verarbeitet. Hier keine Fäden, die gezogen sind. Material ist ganz nice. Hier die Kordeln ohne Tipps vorne dran. Die sind einfach nur so zugeknotet. Da hätte man vielleicht noch was dran machen können. Aber ich denke, das ist eine Designentscheidung, dass sie weggelassen wurden. Gelungene Abwechslung, weil sonst hast du ja mittlerweile voll oft Tipps. Genau, YKK-Zipper, was auf jeden Fall nie verkehrt ist. Und das Ganze ist, glaube ich, produziert in, ich weiß, jetzt kommen hier die ersten wieder und sagen, das hat ja mit der Qualität nichts zu tun. Kannst du mal bei dir reingucken? Ich habe so ein bisschen Probleme. Ja. Mache ich mal weiter einfach jetzt mit dem Longsleeve, was ich hier noch anhabe. Das ist relativ heavy Cotton, was ich hier in der Hand habe. Also gar nicht so leicht, aber auch nicht zu dick. Made in Portugal übrigens. Made in Portugal, sehr nett. Und dann hier sehr entspannter und auch hochwertiger Print noch vorne mit drauf. Muss man mal gucken, wie das sich verhält, wenn man das jetzt irgendwie 20 Mal in die Waschmaschine packt. Aber ich glaube, dadurch, dass es ja hier schon auch so ein bisschen so ein Vintage-Touch hat, bekommt es dann eher ein ganz geiles Patina, sollte das in irgendeiner Art und Weise ausbleichen. Ansonsten kann man sich da nicht beschweren. Wie sieht es bei dir aus? Ja, und ich mache es einfach kurz, weil Qualität gibt es auch nicht so super viel zu sagen. Hoodie, auch ich mag die Waschung halt sehr und die Waschung ist auch gut. Es kratzt nicht, es ist jetzt nicht übelst dick der Stoff, aber Qualität passt auf jeden Fall. Der Druck ist auch qualitativ hochwertig. Kann man wieder, wie Vince eben gesagt hat, auch noch nicht so viel drüber sagen. Aber ist auf jeden Fall sehr knallig, sehr gut. Beim Shirt genau das Gleiche. Ja, also ich bin happy. Punkte technisch. Ich glaube, ich ahne, was da jetzt kommt. Bei dir? Ahnst es? Ich ahne es, ja. Ahn mal. Ich würde sagen, du verteilst hier immer wieder die klassische 4 von 5, oder? Nö, ich würde sogar sagen 4,5 von 5, weil die Qualität mir wirklich gut gefällt. 4,5 von 5, okay. Ja, Qualität finde ich auch gut. Finde ich jetzt nicht 5 von 5, auch nicht 4,5 von 5, sondern ich würde hier eine 4 von 5 geben. Einfach weil ich glaube, dass die Materialien, die hier verwendet wurden, muss man dann mal schauen, bei der Jacke und bei der Hose. Weiß ich nicht, wie long-lasting die jetzt sind. Irgendwie ist dann doch so ein bisschen dünn und so. Aber auf jeden Fall, guter Job. Kann man überhaupt nichts zu sagen. Preis-Leistung würde ich weitermachen. Gehen wir einfach mal ganz fix die Preise durch. Habe ich mir hier auf Insta schon rausgesucht. Das T-Shirt, was du anhast,
Wahrscheinlich ist 49,90, das Longsleeve 69,90, der Hoodie 89,90, die Zipjacke ist, glaube ich, das teuerste mit 99,90 und die Pants mit 89,90. Die Cap haben wir ja nicht, die kostet 44,90 auch. Viel mehr war da gar nicht, oder was? Einfach nur ein, zwei Shirts, oder? Nee, das war's. Ja. T-Shirt, Longsleeve, Cap und der Tracksuit. Preise stabil. Ich würde schon sagen, auf jeden Fall Obergrenze wird das, was man abrufen kann, was man hier bekommt. Also teurer sollte es nicht sein. Billiger kann man es wahrscheinlich nicht machen, einfach aufgrund von Produktionskosten und Stückzahlen und so. Da ist man ja als kleine Brand immer so ein bisschen gefangen. Deswegen würde ich sagen, absolut in Ordnung. Aber jetzt auch nicht super krass und irgendwie du machst hier einen harten Schnapper. 3,5 von 5 bei mir für Preis-Leistung. Ja, schließe ich mich an. Ist alles gesagt eigentlich. Preise sind völlig moderat okay für das, was man bekommt. Wie Vince schon gesagt hat, ich glaube, billiger ist da schwierig, aber teurer sollte es dann auch nicht sein. Und ich denke, da ist ein gutes Mittelmaß gefunden worden für das, was man bekommt. Deswegen auch von mir eine 3,5 von 5. Style, jetzt kannst du mal anfangen. Das ist ja wie immer hier der Disclaimer. Subjektiv. Subjektiv, ne? Das ist wirklich nichts, was wir an irgendwelchen harten Faktoren festmachen, sondern wir wollen ja niemanden angreifen. Unser Geschmack. Sondern es ist einfach nur unser persönlicher Geschmack. Ich fange einfach mal an. Also den Hoodie hier, den habe ich jetzt ein paar Minuten getragen und ja, das Motiv hatte ich ja vorhin schon erwähnt, so erinnert ein bisschen an das Harley-Davidson-Logo. Ist cool, das Stonewash ist cool, stehe ich voll drauf. Es gibt Leute, die mögen das, es gibt Leute, die mögen das nicht. Aber was soll ich sagen, also es wird auf jeden Fall kein Hoodie sein, den ich irgendwie long life tragen werde. So. Also das ist schon ein Keypiece für ein Outfit für mich, aber that's it. Anders sieht es dann tatsächlich schon wieder aus bei dem, was Vince trägt, weil ich bin ein großer Fan von diesem Tracksuit. Das war auch für mich das Highlight-Piece, nicht Tracksuit, Entschuldigung, Jogging-Anzug. Ja. Um es mal ein bisschen einfacher auszudrücken. Ja. Genau, und da bin ich halt komplett, da hat er mich komplett gecatcht damit, der Patrick. Absolut genau mein Fall. Es ist halt, das Einzige, was mich hier stört, ist das große Tag. Mhm. Das hätte man auf jeden Fall auch ein bisschen kleiner machen können. Ist wahrscheinlich auch so ein Designaspekt, den er so wollte. Ist auch völlig okay. Mir ist es jetzt ein bisschen zu groß. Kann man aber, glaube ich, mit leben als Kritik. Ansonsten, all in all, eine coole Kollektion. T-Shirt Longsleeve, noch irgendwas dazu zu sagen? Ja, mach nochmal auf hier. Ja, schöner Wolfsprint. Also ich finde die Thematik ist gut aufgegriffen, aber auch da, das sind Prints, die cool sind, aber irgendwie auch nicht mehr so das, was ich jetzt so hundertprozentig fühle. Ist aber, wie gesagt, Geschmackssache, aber funktioniert auf jeden Fall, ist gut umgesetzt. Deswegen style-wise, meine persönlichen Geschmack trifft es nicht immer zu 100%, aber trotzdem finde ich es sehr gut gemacht. Und deswegen gibt es von mir eine 4 von 5. 4 von 5, ja. Okay. Also, weil der Tracksuit reißt es halt raus. Der Tracksuit reißt es raus. Ich hole jetzt mal ein bisschen aus hier bei der ganzen Sache. Ich hoffe, das stößt hier nicht auf zu viele Leute, die sich dann davon angegriffen fühlen. Kann ja sowieso, wenn überhaupt, nur einer. Und das wäre in dem Fall der liebe Patrick. Ich finde die Kollektion in Ordnung, aber ein bisschen schwierig, weil ich verstehe das Kollektionsthema. Midnight, hab mir das angeschaut. Willi hat ja gesagt, wir bekommen das. Hab kurz drüber geguckt, hab mir gedacht, so, oh, okay, irgendwie nicht so ganz überzeugt. Hab dann gesagt, ich schaue mal auf Insta und guck mir den Kram mal an, wie er da ist. Zu dem Zeitpunkt waren die Produktfotos schon online und auch das Kollektionsvideo, was dazu rauskam. Und es fällt für mich schon auch so ein bisschen in den Style noch mit rein, weil ich habe die Kollektion nicht so ganz verstanden einfach und habe dann gedacht, ich schaue mir mal den ganzen Stuff auf Insta an, was da so geht. Und das hat es mir nicht wirklich erklärt, auch einfach weil, und das tut mir unglaublich leid, das jetzt sagen zu müssen, das nicht besonders hochwertig produziert war. Also die Produktfotos waren nicht so geil. Das Kollektionsvideo war von all den Marken, die wir bis jetzt hier betreut vor allem, uns angeschaut haben, mit Abstand das, was am schlechtesten produziert war. Das hat es dann nicht gerade besser gemacht für mich, abgesehen jetzt aber von der Appearance, die für mich halt schon auch einfach Teil vom Style ist. Das macht eine Marke auch schon aus, wie du auftrittst einfach online. Fehlt mir so ein bisschen der rote Faden hierbei. Also ich finde, Longsleeve, T-Shirt und Hoodie ist so ein Ding. Dann hast du den Tracksuit, der geht nochmal in eine ganz andere Richtung, den finde ich persönlich auch sehr geil. Ich habe hier so ein bisschen so Rick Owens-Vibes, vor allem bei der Hose, kriege ich die hier durch den langen Bändel und so. Ich habe mir vorhin das Ding nochmal angeguckt, ich muss mal ganz kurz rausfinden, von was ich jetzt hier rede, wie das Ding hieß. Und zwar die
Felpa Sweatpants, kann man sich ja mal anschauen. Felpa Sweats heißen die von Rick Owens. Die sehen dem Ganzen hier sehr ähnlich. Könnte ich mir vorstellen, dass da sich ein bisschen Inspiration abgeholt wurde, was absolut in Ordnung ist. Und dann finde ich aber im Vergleich zum Tracksuit fällt einfach der Hoodie, das T-Shirt und der Longsleeve so ein bisschen raus. Das gibt mir irgendwie so Etsy Fashion Outfitter Vibes irgendwie mit so diesen großen Prints und so. Wie gesagt, überhaupt gar kein Front, ist einfach nur so meine persönliche Meinung. Also irgendwie so ein bisschen der rote Faden fehlt. Tracksuit holt mich sehr ab, der Rest ist aber irgendwie so ein bisschen, verstehe ich nicht so ganz. Und ja, deswegen kann ich hier bei Style tatsächlich leider nur eine 2,5 von 5 geben. Es ist solide, es ist in Ordnung, aber nichts, was mich jetzt abholt. Da ist wieder der Kritiker. Aber völlig, völlig legitim, das zu sagen. Also ich verstehe natürlich auch den Punkt, was du meinst. Bei mir ist es halt so, ich sehe das nicht ganz so dramatisch. So, ne? Also ich habe auch, jetzt blöd gesagt, auch schon Sachen gesehen, die bedeutend schlechter produziert waren, ja, wie du vorhin. Ja, ja. Ich finde auch, ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen, dass es schlecht produziert ist. Ich finde, ja, es ist halt sehr anders und ich glaube, der Ansatz, den er verfolgt hat, war auch ein anderer mit dieser Fashion Show auf YouTube. Der hat ja auch genau, so einen Livestream gemacht. Ja. Also ich verstehe absolut, was du meinst. Ich empfinde das so ein bisschen anders, aber deswegen sitzen wir ja auch hier beide da, weil wir unterschiedliche Meinungen haben können. Aber dieser Punkt mit diesen, die restlichen Teile fallen ein bisschen ab im Vergleich zu dem Anzug. Sehe ich komplett und ich hätte mir vielleicht jetzt im Nachgang auch so ein bisschen irgendwie gewünscht, dass man sagt, man nimmt diesen Tracksuit und baut darum vielleicht eine Kollektion auf, ja. Dass man halt sagt, man richtet sich thematisch vielleicht ein bisschen anders aus und baut vielleicht eher eine Basic Collection mit weniger Motiven und Prints, sondern vielleicht mehr sowas halt, ne, mit diesen Tags oder was weiß ich. Alles in allem, aber ist auch völlig legitim, wie gesagt, Vince hat seine Meinung dazu, kann ich zu Teilen nachvollziehen, ich sehe es wie gesagt ein bisschen entspannter, aber ja, so sind wir. Ich meine, no hate an dieser Stelle nochmal an dich, Patrick. Absolut, ne? Absolut nicht falsch verstehen, wir sagen es nur nochmal an dieser Stelle. All over jetzt zu Personen, die hinter der Kollektion steht, weil das kann man da ja auch schon immer mal noch mit einbeziehen, habe ich mich jetzt tatsächlich für das Video auch ein bisschen mit beschäftigt, mir ein paar Videos angeschaut, viel natürlich auch auf Instagram. Und muss sagen, dass in diesem YouTube-Fashion-Kosmos auf jeden Fall Patrick ja schon einer von denen ist, die am besten angezogen sind, wo ich merke, der hat Plan von dem, was er macht. Und ich glaube, genau das war auch das Problem. Ja. So kommt es mir jedenfalls vor mit der Kollektion. Dadurch, dass er so eine große Bandbreite an Styles hat, die er fährt und die er auch sehr gut rüberbringt auf Instagram, wo man merkt, da hat er Ahnung von. Und ich glaube, so mit diesem Approach, so ein bisschen alles machen zu wollen, ist er in die Kollektion reingegangen und das ist jetzt halt am Ende dann irgendwie so ein bisschen so nichts Halbes und nichts Ganzes geworden. Hätte er eine Kollektion gemacht komplett so in dem Style, dann wäre das was Rundes gewesen. Ja. Hätte er eine Kollektion komplett in dem Style gemacht, wäre das was sehr Geiles gewesen. Jetzt ist es irgendwie so eine Mixtur aus zwei Sachen dazwischen geworden, Brand Appearance drumherum. Ist wirklich einfach, glaube ich, eine Sache, da kann er nicht viel für. Da muss man einfach schauen, dass man sich einen ordentlichen Video und einen ordentlichen Fotografen reinholt. Vielleicht nochmal im Modelcast sich überlegen, dass man da so ein bisschen interessantere Faces reinholt. Das ist auch nur meine subjektive Meinung. Falls du da, auch falls du das siehst jetzt hier, mal ein paar Leute brauchst, die dir da helfen können, was so Video und so Kram angeht, haben wir auf jeden Fall mehr als genug Kontakte, können wir die gerne mal weitergeben. Ja, aber wie gesagt, ich will überhaupt nicht das Produkt kleinreden. Es ist trotzdem stark, was hier auf die Beine gestellt wurde. Halt einfach irgendwie so ein bisschen, fühlt sich irgendwie komisch an, trotzdem aber ganz stabil. Das war's von mir. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, bei mir ist es so, ich schätze Patrick tatsächlich auch sehr für seinen Stil und für sein Know-how über das Thema Mode. Wie Vince schon gesagt hat, man merkt einfach, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt und dass es da nicht nur um die Sachen geht, die vielleicht gerade jetzt im Hype sind, zumindest aus seiner eigenen Sicht heraus. So ein großer Fan von seinem Content, von seinen Videos. Und ich glaube, dieser Kollektion, die war schon super so für mich. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, was die zukünftigen Kollektionen angeht. Ich weiß auf jeden Fall für meinen Teil, für mich gab es jetzt eben auch ein, zwei Highlight-Pieces so und deswegen werde ich auch weiterhin da dranbleiben und gespannt verfolgen, was da in Zukunft für Drops sind. Das ist nochmal, glaube ich, an dieser Stelle wichtig gesagt, weil es ist jetzt nicht so, dass wir hier sitzen und sagen, so eine Scheiße, das war das erste und das letzte Mal. Ja. Das sollte nochmal an dieser Stelle gesagt sein und ich persönlich finde den Ansatz gut, der Richtung, in die er gehen will. Nur halt eben, dass es sich vielleicht ein bisschen darin verloren hat, diese Kollektion zum Preis zu fächern. Das sehe ich auch tatsächlich ähnlich. Ansonsten bin ich sehr zufrieden für das Geld, was ich ausgegeben habe, was ich bekommen habe. Und ja, das war mein Fazit dazu. Deswegen go for it, weiter so an dieser Stelle. Definitiv extrem gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen mehr einschießt und irgendwie
so einen besseren Plan hat einfach von dem, was es am Ende werden soll, kann dann richtig, richtig geiles Produkt rauskommen und auch auf jeden Fall von diesen ganzen Charakteren aus dem Kosmos einer von denen, wo ich am gespanntesten bin, was da in Zukunft noch kommt und wo ich am meisten Potenzial sehe im Vergleich jetzt zu anderen Leuten. Absolut. Gut. Geil, Digga, haben wir es. Sehr schön, hat mich gefreut. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, niemand fühlt sich hier auf den Schlips getreten und ist irgendwie angepisst. Ansonsten, meine DMs sind immer offen für Kritik und Diskussion. Unsere Kommentare natürlich auch, da könnt ihr jetzt gerne noch ein paar Sachen reinschreiben. Ansonsten das Standardprozedere abonnieren und Glöckchen aktivieren. Nicht vergessen an dieser Stelle, nicht nur das Glöckchen aktivieren, sondern auch noch gerne nochmal Feedback reingeben, ob ihr euch auch was geholt habt von der Kollektion, wie ihr zu der Brand steht an sich, vielleicht auch speziell zur Kollektion oder zu Patrick, und dann immer rein in die Kommentare. Wir freuen uns über einen regen Austausch. Sehr schön. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video hier. Unser verspäteter Brandcheck. Die nächsten kommen dann hoffentlich ein bisschen schneller. Bis dahin. Kuss auf die Nuss. Viel Liebe.